Ja, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wir hatten das Thema eben schon ein bisschen. Ich finde es immer ganz interessant, mit was für einer Rhetorik die Koalition über den Personalabbau und seinen Stopp im Land Berlin spricht. Eben hieß es, es wäre mit jetzt dem dritten Haushalt, der in dieser Legislatur vorgelegt worden wäre, der rot-rote Personalabbau gestoppt worden. Wem gehört denn der Personalabbau der letzten 4 Jahre? Also, das ist ja nun ein bisschen spät, um irgendwas von Rot-Rot zu stoppen. In der Tat, es handelt sich um eine dringend notwendige Umsteuerung und es ist auch positiv, dass sie jetzt stattfindet insgesamt, auch wenn man jetzt nicht mit jedem Detail einverstanden ist. Es ist richtig. Es gab ja auch in den letzten Jahren, vorhin in der Generaldebatte gehört, dass es auch ein wichtiger Maßstab für die SPD ist, wie hoch sich die Brandbriefe stapeln. Die haben sich relativ hoch gestapelt aus der Justiz, aus dem Vollzug und den Gerichten. Und insofern ist die Umsteuerung gut, weil ich auch mal loben soll. Über die Details kann man dann reden. Dass der Personalabbau komplett aufgehört hat, ist ja auch nicht ganz richtig. Es gibt immer noch pauschale Minderausgaben, die immer noch aufgelöst werden müssen. Dieses Instrument ist halt auch immer noch da, obwohl die ganze Zeit gesagt wird, der Personalabbau ist gestoppt. Wie gesagt, ich finde die Rhetorik manchmal ein bisschen seltsam. Das ist das eine. Es kommen ja auch durchaus größere Aufgaben auf die Justiz zu in den nächsten Jahren. Einmal, wie es bei eigentlich allen Verwaltungen ist, weil die Stadt wächst. Und dann auch aufgrund solcher Sachen wie der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs, die auch schon angesprochen wurde. Da hat jetzt der Kollege Rissmann gesagt, wir haben 16 Millionen dafür. Naja, nicht im Haushalt. Das ist ja diese Sache mit dem SIVA, ne? Und den Haushaltstechniken, die da jetzt eingeführt worden sind. Im Haushalt gibt es trotzdem Mittel dafür, aus Gründen, die ich nicht verstanden habe, für die nächste Haushaltsperiode. Die Mittel aus dem SIVA sollen dann wohl irgendwie ab 2018 in größeren Summen abfließen. Da sollen die Haushalter darüber reden, ob das irgendwie sinnvoll ist. Ich würde sagen, nein, aber gut. Ja, und ist Herr Kohlmeier noch da? Ah. Herr Kohlmeier, Sie können ja ein qualifiziertes Lob auch mal so, wie es gegeben wird, annehmen. Also mit der Gewaltschutzambulanz, da haben wir ein gutes, kein perfektes, aber ein gutes Ergebnis erzielt, auch gemeinsam. Ich bin da absolut dabei. Trotzdem geht natürlich noch mehr. So, und ich hoffe auch, Sie haben ja schon im Voraus meine Rede kritisiert, da muss ich auch darauf antworten. Also da sind wir auf einem Weg, den wir aber hoffentlich, oder den, naja, ich nicht unbedingt, ne, aber der dann hoffentlich weitergegangen wird. So. Und ja, also vertrauliche Spurensicherung, da kann man jetzt über Definitionen streiten, es steht jetzt im Beschluss, das heißt noch nicht, dass die Mittel dafür auskömmlich sind, aber es, ne? Das eine, so, das ist, sagen wir mal, die Lichtseite beim Thema Zuwendungsempfänger. Die Schattenseite ist gerade eben schon angesprochen worden. Ich verstehe tatsächlich nicht, warum bei den finanziellen Spielräumen, die wir da jetzt haben, die wir ja auch brauchen und die Sie ja auch genutzt haben für diverse Dinge, ich komme da gleich noch drauf zu sprechen, verstehe ich nicht, warum eine Tarifanpassung bei den freien Trägern nicht möglich war. Also ich verstehe es nicht. Das ist eine Summe, da haben Sie ganz andere Summen für ganz andere Sachen hin und her geschoben. Und eine Aussage des Senats selbst spiegelt sich das auch wieder darin, dass Träger in wichtigen Bereichen des Opferschutzes, der Resozialisierung, halt auch den Gürtel enger schnallen müssen und Leistungen einschränken. Insofern ist es mir nicht verständlich. Sie haben da so eine Aufforderung an den Senat beschlossen im Fachausschuss, ne, dass der Senat sicherstellen soll, dass die Tarifanpassung stattfindet, ohne dafür Geld einzustellen. Das hat Ihnen dann der Hauptausschuss, also Ihre Kollegen im Hauptausschuss, konsequenterweise wieder weggestrichen, weil es keinen Sinn ergibt. Ja, und jetzt stehen wir da. Wie gesagt, das Geld wäre in der Tat da gewesen. Sie haben es an anderer Stelle ausgegeben. Und ich finde es an der Stelle, das ist jetzt eine Bemerkung an den Senat gerichtet. Was ich sehr unglücklich fand in dem Zusammenhang, waren Bemerkungen in den Berichten, die danach klangen, als ob man die freien Träger, also ob man die verschiedenen Träger da gegeneinander ausspielt. Insbesondere Thema, ja, wir können euch die Tarife nicht anpassen, weil die Gewaltschutzambulanz mehr Geld bekommen soll. Ich will mal ganz ehrlich sagen, so geht es nicht. Man kann nicht, es kann, wir als Haushaltsgesetzgeber müssen darauf achten, oder Sie müssen darauf achten, die Träger können an der Stelle nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das geht auch an die Adresse von Herrn Graf, der vorhin in der Generalaussprache meiner Meinung nach sehr unglückliche Bemerkung gemacht hat. Nämlich, es gäbe ja schon genug Leute, die sich um die Resozialisierung von Straftätern kümmern, in Bezug auf Opferschutz. Nee, wir können nicht Opferschutz und Resozialisierung gegeneinander ausspielen. Das ist ein absolutes No-Go. Beides ist absolut wichtig und beides muss sich auch im Haushalt widerspiegeln. Ja, Sie haben, ich muss jetzt zum Schluss kommen, Sie haben Geld ausgegeben für so großartige Projekte wie diese Hunde. Ja, die FDP-Hunde.
Gut, dafür war Geld da. Das ist dann Ihr Konzept, Hunde statt Menschen im Strafvollzug. Okay, wir sind nicht dafür. Ja, mit uns ist das nicht zu machen, wenn wir den Haushalt in der Form ablehnen. Vielen Dank.